tatsächlich der Titeltrack von unserem neuen Album Chaos Necros Kosmos. Ja, das ist ja schön, ne? Schön, schön. Doch. Warfare and Sex, ja. Das ist der Titeltrack. Das nennt man Opener. Was machen wir? Der nächste Song handelt von einem alten Film, den ich sehr schätze. Der heißt Your. Ja, nee, Your Future Warrior. Und darum geht das, weil Your müsste die Welt regieren, dann wäre sie eine bessere Welt. Du kannst ihn nochmal Hans Laser hören, bitte, das fand ich eben so schön. Hans Laser! Hans Laser! Hans Laser! Okay, stopp, stopp! Jetzt? Kadaver, genau, jetzt geht Kadaverficker! 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 Wir brauchen eine Silbe weniger, das ist scheiße. Das war schon gut. Aber wir kommen noch zu den Songs, wo... Ich dachte, wo die beiden Tunden da aussehen, wir sind Tourisas. Wir sind Tourette-Syndrom. Fotze. Ja, wir haben noch einen Song von unserem neuen Album, der heißt Zombie Punks. Der behandelt die Thematik, dass man neuerdings nicht mehr als Schlagzeuger sein T-Shirt auszieht. Oh, du hast dein T-Shirt schon ausgezogen. Oh, verdammt. Schon wieder ein Fehler gemacht. Wir werden alle sterben. Sexistische Futze! Und ganz schlimmen Maßnahmen ausgesetzt werden. Ja. Gott sei Dank sind wir hier in Essen. Und nicht in Duisburg. Wir haben schon wieder ein Tuning gemacht. Die Songs sind auf sehr vielen verschiedenen Tonlagen. Ja, weil das ja mittlerweile ganz schwer ist. Wenn der Schlagzeuger sein T-Shirt auszieht, weil es ihm zu heiß ist, dann kommen ganz viele Leute an und schreien, was? Nee, was schreien die dann? Ja, hab ich's gerade gehört, richtige Antwort. Sexismus. Ja, das genau. Deswegen heißt das auch Zombie-Packs! Nein, weil die Leute das was, die Bilder sind, das was,
Lager. Später mehr dazu. Was haben wir jetzt? Den stimmt, den haben wir heute ganz vergessen auf der Setlist. We are NRW, ja, nee. Als nächster Song kommt natürlich wieder was Neues vom Album. Ihr wollt ja das neue Album hören. Heute ist der Album Release Party. Wir kommen mal hier vorne hin und fragen diese Dame, was halten Sie von dieser Release Party? Bis jetzt sehr schön, aber ein bisschen lauter könnte sein. Hast du gehört, Kollege? Wir können ein bisschen lauter sein, ja. Fragen wir diesen Herrn, was halten Sie von diesem Abend bis jetzt? Ja, der ist gut, aber gibt es irgendwie kein Bier? Wo ist das Bier? Die Dame gibt, glaube ich, schon alles. Liebe Dame, geben Sie alles, um den Leuten Bier zu geben? Ja, natürlich, genau. Ihr müsst euch ein bisschen gedulden, ihr seid halt 440.000 Leute, da muss die Dame auch erstmal durchkommen. So, jetzt trinke ich auch nochmal einen Schluck Bier hier. Ja, geil! Ja, genau, Anstoß muss man. Das ist ja auch ein bisschen, das muss ja sein. 1,2 Millionen sind wir. 1,3 Millionen Nekroleugner. So, wir machen jetzt hier. Es gibt keinen Necrochor. Das ist alles eine Erfindung der Medien. Ja, wo wir beim Thema sind. Black Smell of Death. Song. Das ist eine unausgegorene Setlist, aber ihr wollt das neue Album kaufen, damit ihr danach denkt, oh, den Song fand ich richtig gut, oh, das fand ich schön, jetzt gehe ich mir eine CD kaufen und am besten noch 4 T-Shirts. Würdest du das machen? Du da hinten, Frau? Ja, sie macht das. Macht das alle wie sie. Bitte. Achso, ja, nee, für den Vasa haben wir nachher noch eine spezielle Überraschung. Aber nicht auf der Bühne. Nicht auf der Bühne. So, was haben wir jetzt hier? Ach ja, genau. Warte mal, der Grenzmob möchte mal sagen. Ich finde das schlimm, ne? Zu wenig Getränke, wir sind zu leise. Aber umgekehrt finde ich, die Leute sind zu wenig nackt. Stimmt. Yeah.
halten. This is not America. Okay, dann einmal hier einen großen Applaus.